Nee, was willst du? Also, Handys, komm, Handy hierher. Handy jetzt hierher. Jetzt ist es vorbei hier. Wir sind auf Sendung. Es geht jetzt nicht. Handy hierher. Es geht jetzt nicht. Manuel Wilfried. Manuel Wilfried. Ich sichere die Aufnahmen noch regelmäßig. Tust du das? Ist das nicht zu kalt mit kurzer Hose? Quatsch. Na, ihr zwei kleinen Muckelis? Na du? Wo ist? Wir stehen wie immer an den Bahnschranken. Ja, moin, moin! Was soll anders sein? Ihr kleinen Hummelmorsen. Hummelmorsen. Manuel, du sagst, schmeißt hier mit ostfriesischen Wörtern um dich herum. Das ist doch nicht ostfriesisch, das ist Morsen. Morsen gibt es eigentlich Beispiel, so auch gar nicht in dieser Form. Guck mal, oder ist die das? Ja, aber das heißt die doch, China-Oma. Oh ja, das kann sein. Aber das heißt doch, bei den Hamburgern, Hummel, Hummel, Mors, Mors. Ja, so die Nord- Und die Mehrzahl sind Morsen. Die, genau. Die Nordlichter wissen. Ein aber Mors, viele Morse. Deswegen heißt es auch Morsezeichen. Ja. Morsezeichen ist, wenn du am Strand bist oder liegen 10 Nackenärsche nebeneinander. Das sind Morsezeichen. Auf Fuerteventura. Ja, da liegen die gerne nackig rum, ne? Oben und unten ohne. Ey, ihr redet die ganze Zeit und dann mache ich die Kamera an und dann redet keiner. Weil, weißt du was, ich rechne immer damit, dass du mir wieder dazwischen funkst. Ja. Das habe ich schon ein paar Mal jetzt habe ich mal nichts gesagt, dann ist Tonstille. Achte mal auf deine Videos. Das ist wirklich so. Du quatschst immer dazwischen. Hätte mir auch mal einer erzählen können, dass heute Kunden kommen, ne? Ich, wie der letzte Mensch, steig so aus dem Bett und dann heißt es auf einmal, ja, Kundenbesuch, danke. Stehe ich da mit fettigen Haaren. Ja, um ehrlich zu sein, ich wusste von dem Kundenbesuch am Donnerstag. Ich wusste gar nichts. Am Freitag. Aber von dem heute wusste ich nichts. Nee, das hatte ich auch ignoriert, weil der war ja nicht für mich. Mich interessieren nur die, die für mich sind. Ja. Kam ich mir schon ein bisschen doof vor. Ein bisschen. Aber du sahst ja nicht aus wie der ganz letzte Mensch. Geht noch, oder? Ja, der vorletzte. Haare vielleicht. Ein bisschen fettig, aber ansonsten. Vorletzte Mensch vielleicht. Wo sind die denn fettig? Hätte ich eigentlich gestern hier an der Seite. Siehst du es nicht? Oh ja, ganz schlimm. Hätte ich eigentlich gestern eigentlich waschen müssen. So ein Puder drauf sprühen. Ich habe aber nicht mal trocken. Puder wollte ich gerade sagen. Trockenshampoo drauf gemacht. Das kannst du auch mit meinem Lifehack feststellen, ne? Ob deine Haare fettig sind. Manuel hat auch einen Hack. Wenn du da eine gebrauchte Socke gegenwirfst und die bleiben kleben, dann weißt du, deine Haare sind fettig. Hat er draußen oder die Socken ausprobiert. Sind. Eine Socke, die er anhatte, an die Wand geschmissen. Ja. Wenn die kleben bleibt, ist die. Dann kannst du die nicht mehr anziehen. Dann kannst du die nicht mehr anziehen. Und wenn die nicht kleben bleibt, dann kannst du die einfach weitertragen. Ja. Ach. Das kannst du natürlich auch mit Schlüpfer machen. Ja. Ja, aber dann musst du immer aufpassen, dass du innen nach außen gedreht hast. Die Innenseite muss gegen die Wand klatschen. Ja, das ist ja. Was war der andere Lifehack noch? Der war noch viel besser, ne? Der war noch viel besser als von wegen. Welcher? Von dir? Ja. Welchen hattest du dann? Da hatte ich doch noch einen. Der war auf jeden Fall besser als mit dem Strohhalm in Erdbeeren rumstochern. Das geht ganz gut. Das ist wirklich. Wirklich gut, finde ich. Also ehrlich zu sein, ich schneide meine Erdbeeren hier in der Mitte durch. Du musst doch dieses Grünzeug erst abmachen. Du musst doch diese kleine Blume da oben, dieses Grüne. Ja. Musst du doch abmachen. Ja, und ich schneide doch meine Erdbeere in der Mitte durch. Ja. Und dann ist das ja nur ein Tick mit dem Messer und dann ist das doch ab. Ich weiß nicht, nee, was. Du musst doch erst, wenn ich die jetzt normal schneide, dann schneide ich erst von den ganzen Erdbeeren erstmal das Grüne ab. Warum hast du das denn? Und dann schneide ich die durch. Quatsch. Habe ich sonst so gemacht. Du nimmst doch die Erdbeere, schneidest die in der Mitte durch. Das machst du bei einer Tomate doch auch. Ja. Und dann machst du doch oben nur mit der Messerspitze. Zick, zick. Und dann ist das Grüne doch weg. Nee, dann hast du doch nicht die ganze Erdbeere ausgehöhlt. So mache ich das nicht. Ja, das habe ich mir gedacht, dass du das nicht so machst. Weil das aber ist ja egal. Weil jedes Mal, jeder Hack, den ich dir vorstelle, ja? Da hast du immer was dran auszusetzen. Ja. Genau, aber ich habe irgendwie keine Hacks in letzter Zeit von dir, keine sinnvollen entgegengeworfen bekommen. Sinnvoll? Ja. Nee, weil ich ja weiß, dass du immer irgendwie ein Argument. Bis auf deinen Puder-Hack. Den finde ich gut. Den benutzt du inzwischen auch, ne? Ja, den 30-Tage-Hack, ja. Genau. Der ist gut. Da sparst du so viel Zeit. Mit. Ja, vor allem auch unter den Armen. Ja. Wenn du dir unter die Arme einfach Babypuder kloppst, genau. Dann kannst du einfach warten. Dann kannst du schwitzen wie ein Schwein. Und wenn das Zeug, das wird dann so richtig schön bröckelig. Ja. Und dann kannst du da einfach drunter kloppen, dann fällt das ab und dann kannst du nur einpudern. Den finde ich gut. Das ist nicht dein Ernst. Die Farbe mache ich wohl. Überhaupt Wobei, nicht. Welche ich am
wirklich mag, ist, es gibt Audi in Orange. Das hat ein ganz geniales Orange. Der ist mir zu hoch. Das ist ja... Die Farbe mag ich überhaupt nicht. Ne? Nee. Das sieht ja aus wie Dünnschiss. Darf man das überhaupt sagen? Nee. So, Parkscheibe. Parkscheibe, Parkscheibe. Wie spät ist es? Könntest du mal wieder im Einblenden die Uhrzeit? Mit half zwei. An einen Monarch. Monarch half zwei. Ist half zwei. Ich kann da nicht laufen. Und jetzt doch nicht mehr. Bottergelb. Nee, ich dachte, das davon drin sah das anders aus. Ja, das ist genau, wie iDotter sieht das aus. Ja. Nee, das ist mir zu iDotterig. Nachher schlüpft da noch ein Küken, du. Ja. Musst du noch mit rechnen. Das musst du mit rechnen. Also, moin. Moin. Ich glaube ja, dass ich, dass wir nichts mehr kriegen beim AA, ne? Mal gucken. Oh, wir wollen da aber schon mal. Ich hab das gar nicht. Es ist ja Montag. So, Frau Douglas und ich, wir sind übrigens demnächst in Hamburg. Hast du jetzt noch in Bargi? Hamburg? Ja. Hast du Bargi? Ja. Und dann machen wir da auch so ein bisschen hier zurück in die Vergangenheit, ne? Mhm. Können wir da dann auch mal hinfahren, wo du gewohnt hast? Nee. Ja, wir sind nur einen Tag da. Was wir alles an einem Tag machen wollen, schaffen wir gar nicht. Da wird gar nichts von. Oh ja, das aber ist nicht der kleine Anzeige. Ja, was da willst du mir denn zeigen? Was ja wohl. Manuel, jetzt hast du die ganze Zeit dazwischen gequarkt. Guck, da ist das Küken schon geschlüpft. Hör auf, von kleinen Küken zu reden. Mein kleiner Grüni. Ja. Ein Grüni auch. Ja, du bist so tierlieb, ne? Das macht mich auch immer ein bisschen traurig. Ja, mit Tränen in den Augen hat er mir das erzählt, dass er das leider nicht mehr geschafft hat. Nein. Der hätte gar keinem was getan. Nee. Er war total unschuldig. Ja, der wollte nur ein paar Würmer suchen. Ja. So, wir sind gefühlt 3 Wochen nicht hier gewesen. Was kommt? Hähnchenbrust? Gebratenes Hähnchenbrustfilet in Knuspermantel mit Brokkoli und Weißweinsoße. Lama schon! Mit Salatfüllung und Joghurtsoße. Perfekt für mich. Super. Richtig lecker. Hoffentlich kriegen wir das noch, ne? Ist jetzt schon spät. Wir können eigentlich viel öfter wieder hierher kommen, ne? Nur weil wir jetzt gerade mal hier sind. Großen Salatteller mit Schinkenstreifen und Ei. Was? Täglich. Großer Salatteller. Ach so. 6 Euro. Ja. Wenn das heute mal nicht lecker ist, dann weiß ich auch nicht. Ist das denn mit Fleisch oder ist das nur Salat? Weil das vegetarisch ist, ist das vegetarisch. Stimmt ja. Nicht doof, ne? Vegetarischer Lamajun. Ist der dann auch mit Fleisch oder was ist da jetzt drin? Achso, nee, dann ist gut. Und was ist das? Joghurtsoße, ne? Ja, sehr lecker. Seid ihr überhaupt noch ansprechbar? Nein. Nee, was willst du? Also. Handys kommt, Handy hierher, Handy jetzt hierher. Jetzt ist es vorbei hier. Wir sind auf Sendung, es geht jetzt nicht. Handy hierher, es geht jetzt nicht. Das ist Manuel Wilfried. Manuel Wilfried, hierher mit dem Handy. Du hast gar nichts zu bestimmen. Doof. Manuel Wilfried, hierher mit dem Handy, verdammt ihn nochmal. Du bist auch doof. Ich will jetzt sofort Fußballbilder auch. Wir können ja von wohl in Russland mit unserem Handy machen, was wir wollen. Von Russland? Wieso das ich von will Russland? Fußballbilder auch. Wir haben, wir haben unseren Teller leer gegessen. Wir haben alles gemacht und wir haben unsere E-Mails gescheckt. Wir haben unsere Teller leer? Genau. Wieso? Ich auch. Was ist das denn für ein Gegräme da? Das ist nur noch Salat. Nicht jetzt. Nee? Ich will jetzt nicht drauf. Okay. Jedenfalls jetzt nicht in diesem Moment, wo ich hier so... Unvorteilhaft? Ja. Immer verschmiert das so, ne? You are very pretty. A pretty girl. Und jetzt auch nicht? Nein, warte. Viertel nach 7. Jetzt auch endlich Feierabend. Ich denke, nach 10 Stunden wird das auch mal Zeit jetzt. Jetzt laufe ich zum Krankenhaus,
Denn da holt meine Mutter mich gleich ab. Da wollen wir uns treffen um 7:30. Also habe ich noch Zeit für ein kleines Käffchen oder was Kaltes. Das weiß ich noch nicht genau. Aber erstmal bin ich jetzt froh, dass ich gleich sitzen kann und Feierabend habe. So, was ist jetzt hier los? Was ist hier los? Was ist damit? Ganz kurz eben, bevor ich duschen gehe, ne? Was hier los ist, ich gucke Fußball, ja, ich guck Fußball und nebenbei lese ich Kommentare zu Videos. Ja, du auch? Ja. Wo? Ja? Wo? Auf dem Handy. Ja, jetzt hör auf. Ich bin ja jetzt gerade wieder da. Ich habe gerade im Krankenhaus, hatte ich ja ein bisschen Zeit. Ja. Und da habe ich bei Instagram... Muss ich ein bisschen leiser machen. Und da habe ich bei Instagram so ein paar Nachrichten durchgelesen. Ja. Und da wurde ich jetzt des Öfteren gefragt von 9 Zuschauern. Ja. Hä, wieso ist die Scheibe denn so beschlagen oder sieht das nur so aus? Das sieht nur so aus. So, und da wurde ich jetzt des Öfteren gefragt. Au! Du brauchst dich nicht immer vorbereiten, wenn du aufs Video kommst. Nein, du kannst so bleiben, wie du willst. Da eben geradeaus weiter gucken können. So wie du bist, du kleiner Maus. Was denn? So, und da wurde ich jetzt des Öfteren gefragt, warum ich manchmal Manuel sage und manchmal sage ich Wilfried. Und ich möchte das jetzt hier für die neuen Zuschauer gerne aufklären. Darf ich vorstellen, Manuel Wilfried, ihr dürft auch gerne Hermann sagen. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Wie kommst du auf Hermann? So. Karl Otto. Spaß beiseite. Carlotto. So, warum ist das so? Italiano. Manuel Wilfried Carlotto, C-A-R-L-O-T-T-O, Carlotto. Nein, er heißt eigentlich Manuel, sein Zwischenname ist Wilfried. Und wenn es mal hart auf hart kommt und er nervt mich, dann sage ich immer Manuel Wilfried. Das ist eigentlich nur die Erklärung, ne? Ich wurde vor ein paar Tagen gefragt, ob ich Italiener bin. du siehst doch aus wie ein Italiener. Von einem türkischen Mitbürger. Italiano. Ich glaube, das ist ein Türke. Der spricht auch so leicht gebrochen Deutsch. Ja. Und der kommt dann immer mal und dann sagt er, da habe ich mit von einer Kollegin, mit der Tochter, als die dann auf dem Weg weg waren, dann sagt sie immer, ciao bella bambini. Das brülle ich ihr dann immer hinterher. Und das hat er mitgekriegt. Und dann kam er ein paar Stunden später wieder und sagt er zu mir, bist du Italiener? Ich kann ja nicht sagen, nein. Wie kommst du da noch? Du siehst aus wie Italiener. Und du hast geredet mit dem Baby, hast du gesagt, ciao bella, hast du gesprochen Italienisch. Ja, ich bin Italiener, mein Name ist Marco Gotti, eine schöne gute Tage. Mein Name ist Marco Gotti, ich bin für heute Ihr Italiener. Darf ich vorstellen, Luigi. Luigi Bambini. Mario. Da habe ich ein bisschen blöd aus der Wäsche geschaut. Wo sehe ich denn aus wie ein Italiener? Du siehst eher aus wie so ein Ötzi. Wie so ein Bayer. Wie so ein Bayer? Ja. Wenn du jetzt eine Lederhose anhättest, das wäre der Kracher. So, du darfst jetzt weiter Fußball gucken und deinen Schäferhofer trinken. Und ich gehe duschen. Ja, ich meine, das muss doch sein. Ich meine, dass die Tunesier da jetzt noch ein bisschen was an ihn kommt. Doch ein bisschen. Ich gucke nur, wenn Ronaldo spielt. Ronaldo, du geile Sau. Darf man das sagen? Quatsch. Oh, zeigt er auf den Punkt. Hat er auf den Punkt gezeigt? Was war das? Hat er auf den Punkt gezeigt? So. Sind schon ein bisschen besser geworden. Was? Mio? Man war ja professioneller Basketballspieler und dadurch sind halt noch Verletzungen übrig geblieben, die jetzt behandelt werden müssen. Denn neben meiner Tätigkeit als Kfz-Mechatronikerin bin ich ja auch noch Physiotherapeutin und Masseurin. Ja. Ist das so? Ja. Stimmt. Du massierst genauso gut, wie du Autos reparierst. Tut das jetzt denn weh? Nee, nur wenn ich aufstehe. Da ist nichts. Das ist der dusselige Meniskus. Mehr ist das nicht. Meinst du? Ja. Für nichts zu gebrauchen. Aber das ist ja heutzutage so. Selbst wenn ich dann jetzt zum Arzt gehe, bis da Bilder von gemacht sind und bis der ganze andere Scheiß kommt, sind 8 Wochen vorbei, dann hätte ich auch gar nicht hingehen brauchen. Ja, die sagen dir dann sowieso wieder, da können wir nichts machen, ne? Nee, dann heißt das wieder ja, dann zum Chirurgen und dann müssen wir eben einen Termin finden für MRT und MRT-Termin, das dauert dann erstmal wieder 4 Wochen.
eigentlich hilft ja auch die Pferdesalbe, ne? Ja. Das riecht schon richtig stark, ne? Kuhhose möchte das nicht sehen. Jeden Abend muss ich das mit angucken, Star Trek. Ich kann doch nicht jeden Abend Farm Heroes spielen. Ich wollte ein Star Trek Zimmer haben. Du hast gesagt, kriege ich nicht. Ja, dann hättest du ja auch einen Fernseher haben müssen. Ein Beamer. Ein Beamer auch noch gleich? Ja, Garage. Ich wollte das nur kurz mit Ronaldo ihm zurücknehmen, ne? Garage, weil ich weiß jetzt schon. Garage leer räumen, Beamer rein und dann ein Star Trek Zimmer. Also ich wollte das mit Ronaldo noch eben zurücknehmen, weil nachher, ich sehe das schon wieder kommen, dann kommen da Kommentare, die olle Schmalzbacke und so. Das war natürlich ein Scherz, ne? Ich bin kein Ronaldo-Fan. Du laberst. Ich liebe ihn einfach. Du laberst. Nein, komm, jetzt, dass ich nicht einmal... Ich darf nichts gegen Ronaldo sagen, dann kriegt sie mal gleich eine Hasskappe. Sie tut dann so, als ob sie das nicht stört, aber innerlich ist sie total zerrissen, weil Ronaldo... Der tut Christi viel Gutes. Arno Ronaldo. Der tut viel Gutes. Ist ihre große Liebe. Ja, mein Ex. So, dann guck du jetzt Star Trek. Ich spiele Farm Heroes. Und somit endet der Abend. Oder was ist noch? Was geht noch los da rein? Was ist noch los? Wir gehen jetzt noch in den Pool, eine Runde schwimmen. Echt? Mhm. Das ist zu kalt. Quatsch, 20 Grad. Wobei, das müsste man mit dir eigentlich mal als Mutproben machen. Wenn der Pool bei unter 20 Grad ist, dann musst du rein und binnen 30 Sekunden einmal ganz untertauchen. Ja, was kriege ich dann? Wir müssen wieder einen Einsatz haben. Dann kriegst du... Ja. So, das wird jetzt langweilig für die Zuschauer hier. Wir denken uns dann noch was aus, was Schönes, damit wir dann nächstes Mal irgendwie so eine Wette vor der Kamera machen können. Und bis dahin sagen Kuhhose und Hermann tschüss. Oh nee, wir dürfen die Leute nicht so verwirren. Manuel und Sabine sagen tschüss. Bis zum nächsten Mal. Im Kuhhosen dann. Macht es gut. Macht es euch gemütlich. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Ronaldo, du geile Sau.